Erste Rednerin ist Gesine Lütsch für die Linksfraktion. Ich habe das Statistische Bundesamt gefragt, wie viele Menschen zu wenig Geld haben, um ihre Wohnung zu heizen. Ich muss Ihnen sagen, die Antwort hat mich erschüttert. 7,4 Millionen Menschen. 7,4 Millionen Menschen in unserem Land haben zu wenig Geld, um ihre Wohnung warm zu halten. Und das sind Menschen aller Altersgruppen, auch Kinder und Alte sind dabei. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Meine Damen und Herren, das müssen wir ändern, und zwar sofort. Keiner soll in unserem reichen Land in seiner Wohnung frieren müssen. Die amtierende Bundesregierung von Union und SPD hat alles getan, um die Stromrechnung der Konzerne zu reduzieren. Mein Kollege Ralf Lenkert hat in der Debatte eben gerade darauf hingewiesen. Aber sie hat nichts, aber auch gar nichts getan, um zu verhindern, dass 7,4 Millionen Menschen eben nicht in ihren Wohnungen frieren. Das ist ein Armutszeugnis, und hier besteht Handlungsbedarf. Von den Ampelparteien habe ich zu diesem Thema bisher noch nichts gehört. Und ich hoffe, dass Sie heute hier im Bundestag anlässlich unseres Antrages versprechen, dass in diesem Winter in diesem Land kein Mensch frieren muss, weil er zu wenig Geld hat. Wir fordern einen wirksamen Keiner-soll-frieren-Plan, meine Damen und Herren. Unsere wichtigsten Forderungen: 200 Euro sofort für jeden Menschen, der an der Armutsgrenze lebt. Die Hartz-IV-Sätze müssen sofort deutlich angehoben werden. Übrigens hat eine Umfrage herausgestellt, dass auch die Anhängerinnen und Anhänger der Parteien, die sich anschicken, eine Ampel zu bilden, der Auffassung sind, dass das Geld für die Hartz-IV-Empfänger erhöht werden muss. Also handeln Sie, meine Damen und Herren. Das Wohngeld muss auf der Basis der Brutto-Warmmiete gezahlt werden. Und Strom- und Gassperren wegen Zahlungsunfähigkeit müssen endlich verboten werden, meine Damen und Herren. Jetzt kommt in der Regel von der FDP der Zwischenruf, wer das alles bezahlen soll. Diese Frage ist sehr leicht zu beantworten. Auf der einen Seite gibt es 7,4 Millionen Menschen, die nicht genug Geld haben, um ihre Wohnung zu heizen. Und gleichzeitig gibt es 119 Milliardäre, und die wissen häufig nicht, wo sie ihr Geld anlegen sollen. Und mit einer gerechten Besteuerung von Vermögen könnten wir diese ungerechte Verteilung endlich beenden, meine Damen und Herren. Aber leider haben SPD und Grüne zumindest im Laufe der Verhandlungen schon ihren ersten Wahlbetrug begangen. Sie haben sich blitzschnell von ihrer Forderung aus dem Wahlkampf einer Vermögensteuer verabschiedet. Und das ist eine fatale Entscheidung, meine Damen und Herren. In den Koalitionsverhandlungen wurde bisher nur eines deutlich. Diese Koalition wird offensichtlich von Herrn Lindner geführt. Da ist die soziale Kälte vorprogrammiert. Und ich finde, Herr Scholz hätte im Wahlkampf nur eine einzige Bedingung an die FDP stellen müssen. Armut darf es diesem reichen Land nicht geben, meine Damen und Herren. Soweit Gesine Lütsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Auf sie folgt nun Bernhard Daldrup für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gesine Lütsch! Ich werde mich mit dem Antrag auseinandersetzen. Die Ratschläge darüber, wie sich Leute aus den eigenen Fraktionen verhalten sollten, finde ich, haben Sie eine ganze Menge sozusagen vor der eigenen Haustüre zu kehren. Die Diskussion um Pandemie, die heute schon geführt worden ist, ist ganz ohne Zweifel wichtig. Aber die steigenden Energiepreise bewegen die Menschen im Land genauso. Und deswegen ist es auch gut, dass wir hier darüber diskutieren. Ich finde nämlich, dass das Thema des Antrags der Linken ernst ist, dass es eine ganze Reihe von Gruppen gibt, Städtetag, Mieterbund, Verbraucherzentrale, die das Thema aufgegriffen haben. Und ohne dass ich hier über Details von Koalitionsverhandlungen sprechen kann, darf ich Ihnen aber ganz sicher sagen, dass es da auch eine sicher wichtige Rolle spielt und wir dazu eine konkrete Lösung finden werden. Denn tatsächlich sollte ja niemand in seiner Wohnung frieren, und die steigenden Energiepreise haben soziale Folgen. Eine warme Wohnung ist kein Luxus, sondern ein Anspruch, der allen Menschen gleichermaßen zusteht und dem wir auch Rechnung tragen werden. Um eins vorweg zu sagen, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt ja noch geringe CO2-Preis ist bereits in einer Wohngelderhöhung eingeflossen.
Die beträgt je nach Anzahl der Haushaltsmitglieder zwischen 15 bis 30 € im Monat. Der seit Januar bestehende CO2-Preis kann bei Wohngeldempfängern also nicht als Begründung der höheren Energiepreise herangezogen werden, wie das sicherlich gleich auch die AfD noch mal machen wird und wo eigentlich das Thema des CO2-Preises ja nur dazu dient, Ängste zu schüren gegen eine solche Politik. Würde überdies der CO2-Preis, wie wir das ganz gerne wollen, nicht auf Mieterinnen und Mieter alleine abgewälzt, so wie wir es leider mit der CDU-CSU nicht anders haben verabreden können, dann wäre die Situation noch anders. Aber wir werden weiter daran arbeiten, wie man denn eigentlich zu einer Klimakomponente kommen kann. Bei den Kosten der Unterkunft übrigens, bei Grundsicherung, bei Sozialhilfe, da werden die Heizkosten vom Jobcenter, von der AGE, vom Sozialamt übernommen. Und die höheren Energiepreise sind jedenfalls keine Begründung für Kürzungen, sondern das sind andere Faktoren. Das muss man sachlich zunächst mal einmal darstellen hier. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wie wir auf aktuelle massive Preissprünge vor dem Hintergrund eines offenen Marktes durch begrenzte Gaslieferungen bei gleichzeitig weltweit angestiegener Nachfrage eigentlich reagieren. Denn neben der Hilfe für Wohngeldempfänger oder für Langzeitarbeitslose sind es ja vor allen Dingen Menschen mit niedrigen Einkommen, die diese Leistungen nicht bezahlen können und überproportional von Energiepreissprüngen belastet sind. Zum Beispiel diejenigen, die den Kinderzuschlag bekommen, Rentnerinnen und Rentner. Ich will damit deutlich sagen, dass Klimapolitik, Klimaanpassung, Energiepolitik für uns immer eine soziale Herausforderung ist. Das war für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten jedenfalls immer klar. Vor allem unsere kommunalen Versorger, das will ich an dieser Stelle auch mal betonen, sichern aufgrund ihrer langfristigen Verträge übrigens, dass die Preissprünge nicht sofort auf private Haushalte durchschlagen. Auch wenn Energiesperrungen, davon ist eben gerade gesprochen worden, prozentual in Deutschland nur sehr selten vorkommen, im Gasbereich unter 1% beispielsweise, ist trotzdem jede absolute Zahl zu hoch. Da gebe ich der Kollegin recht. Und wir müssen Strom- und Gassperren unter allen Umständen vermeiden, weil die sozialen, die gesundheitlichen, kurzum die menschlichen Folgen nicht akzeptabel sind in unserer Gesellschaft. Ein einmaliger Heizkostenzuschuss, wie er eben angesprochen worden ist, wäre dafür eine schnelle Reaktion. Und ich finde in der Tat, dass darüber zu beraten sein wird. Wir haben Kostenschätzungen darüber, 100 €, 65 Millionen. Das kann man in beliebiger Zahl verdoppeln oder noch höher setzen, so wie Sie es getan haben. Aber jedenfalls weiß man das schon. Langfristig betrachtet aber zeigen uns die Entwicklung am Energiemarkt eigentlich zweierlei. Deutschland muss sich vor dem Hintergrund von offenen Märkten bei fossilen Energieträgern, vor allen Dingen bei Öl und Kohle, unabhängig machen. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch bei Gas perspektivisch. Der Ausbau von erneuerbaren Energien ebnet uns nämlich den Weg zu mehr Unabhängigkeit. Und während im Ölsektor beispielsweise die Heizkosten um bis zu 44% steigen, sind es bei den Wärmeerzeugungen, die über Fernwärme, über Wärmepellets, über Wärmepumpen und Ähnliches laufen, prozentual im einstelligen Bereich. Das zeigt, wie unterschiedlich eine solche Entwicklung in der Zukunft zu gestalten ist. Zweitens sollten wir auch über Wärmesysteme mit erneuerbaren Energien deutlicher reden, sie stärker berücksichtigen, um nachhaltige Wärme zu produzieren, Wärmepotenziale besser zu nutzen und gleichzeitig Treibhausgasemissionen zu senken, weil wir auch dadurch internationalen Preissteigerungen bei einem höheren Maß von Unabhängigkeit ausweichen können. Ich glaube, dass gerade in diesem Bereich die Kommunen eine wichtige Aufgabe haben, die sie auch gerne wahrnehmen. Sie sehen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir bei den Beratungen durchaus auf der Höhe der Zeit sind und dass wir im Rahmen der Koalitionsverhandlungen ganz ohne Zweifel auch für die jetzige Heizperiode im Interesse der Menschen eine adäquate Lösung finden werden. Herzlichen Dank. Wie kann gewährleistet werden, dass Menschen nicht aufgrund der Kosten es sich nicht leisten können, ihre Wohnung zu heizen? Darüber unter anderem diskutiert der Bundestag. Und nächster Redner in dieser Debatte ist Kai Wittacker für die Unionsfraktion. Ich erteile das Wort dem Kollegen Kai Wittacker von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Linke beschäftigt sich ausgerechnet am St. Martinstag mit unserer christdemokratischen Kernkompetenz, nämlich der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe. Und
Damit Sie mich nicht missverstehen, warme Wohnungen sind für uns auch ein wichtiges Thema, über das wir hier debattieren müssen. Aber, liebe Frau Kollegin Lötsch, das Ross, auf dem Sie da hergeritten kommen, das scheint doch ein ziemlich lahmer Gaul zu sein. Der Staat soll warme Wohnungen für seine Bürgerinnen und Bürger garantieren. Da fragt man sich ja sofort, um Himmels Willen, ja, ist dem noch nicht so? Und die Antwort findet sich sehr schnell auf internationaler wie nationaler Ebene. In Artikel 9 und 11 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der UN ist glasklar festgehalten, dass es ein Recht auf soziale Sicherheit und angemessenen Lebensstandard inklusive Unterbringung gibt. Dieser Pakt stammt von 1966. Insofern kommt Ihr Antrag schon heute am 11.11. wie Altfastnacht hinterher. Eine warme Wohnung ist also schon mal ein Menschenrecht in Deutschland. Und auch im SGB II gibt es glasklare Regeln dazu. Hören Sie gut zu. In § 22 Absatz 1 heißt es, ich zitiere, Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Und in den Ausführungsbestimmungen steht dazu unter Ziffer 3.3.2, ich zitiere, einmalig anfallende Nachzahlungen sind zunächst in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu übernehmen. Deutlicher kann man es kaum formulieren. Es existiert also nicht nur ein Menschenrecht auf warme Wohnung, es wird in Deutschland auch gewahrt. Wir sehen aber auch, keine Frage, dass gerade Geringverdiener, genauso wie die breite Mittelschicht in unserem Land, unter den aktuell horrenden Energiepreisen ächzt, und das darf uns nicht kalt lassen. Das sind weite Teile der Gesellschaft, die früh aufstehen, hart arbeiten und wenig oder durchschnittlich verdienen. Strom ist binnen eines Jahres um 10%, Gas um 30% teurer geworden. Das ist eine harte Belastung, die wir abfedern müssen. Und deshalb fordere ich die Ampelfraktionen jetzt auf, schnell das weiterzuführen, was wir auf den Weg gebracht haben. Als Union haben wir mit der SPD den CO2-Preis eingeführt, mit der Absicht, andere Steuern und Abgaben schnell abzuschaffen. Deshalb muss die EEG-Umlage bei Strom und die Gassteuer bei Gas dringend abgeschafft werden. Wenn Sie dann noch auf Energie den reduzierten Satz der Mehrwertsteuer ansetzen, dann sparen die Verbraucherinnen und Verbraucher bares Geld. Ein Drei-Personen-Haushalt behält dann bei Gas ca. 210 Euro und bei Strom ca. 250 Euro. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Linksfraktion? Aus der Linksfraktion? Ja, gerne. Ja, es sind nicht mehr so viele, deshalb muss man so weit nach links gucken. Pascal Meiser für die Linksfraktion hat eine Zwischenfrage. Lieber Herr Kollege Whittaker, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie werden sich wundern, was wir mit unserer kleinen Fraktion alles hier auf die Beine stellen werden, kann ich Ihnen versichern. Und ich frage Sie, Herr Denk, Sie haben ja jetzt sehr stark über die starke Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher auch sich beschwert durch die gestiegenen Energiepreise. Und da will ich mich noch mal daran erinnern, wie ist es denn mit der Frage, wer letztlich die CO2-Bepreisung im Sektor Wohnen letztlich bezahlt? Trifft es zu, dass Sie als Union in den letzten Monaten verhindert haben, dass diese Kosten auch geteilt werden zwischen den Vermietern und den Mietern? Und wenn das zutrifft, wie können Sie eigentlich hier hinstellen und sagen, dass Sie versuchen, die kleinen Leute vor den steigenden Energiepreisen zu bewahren? Fakt ist doch, dass Sie dafür gesorgt haben, und ich bin gespannt, ob die Ampel das jetzt ändern wird, dass die Mieterinnen und Mieter alleine die gestiegenen Energiepreise in diesem Sektor zahlen. Und dafür erwarte ich mal, dass Sie eine klare Aussage an dieser Stelle hier machen. Also, Herr Kollege, wir haben den CO2-Preis eingeführt. Ich habe es gerade eben erläutert, mit der Absicht, dass wir CO2-intensive Energie stärker bepreisen wollen, damit es einen Anreiz gibt, wegzukommen von dieser fossilen Energie. Und gleichzeitig müssen wir dann, wenn wir so eine zusätzliche Belastung machen, an anderer Stelle die Menschen entlasten. Deshalb habe ich hier gerade noch mal für uns als Unionsfraktion klargemacht, den ersten Schritt sind wir gegangen, den zweiten Schritt EEG-Umlage abschaffen, Stromsteuer abschaffen, Gassteuer abschaffen, das muss jetzt gemacht werden und dazu fordere ich die Ampelfraktionen auf.
Und das wäre die Entlastung, die jetzt für die breite Mittelschicht notwendig wäre, weil ich bin noch nicht fertig, Herr Kollege. So, kommt noch eine Antwort. Ich höre ihn weiter gerne. Ja, gut, sehr schön. So, also wir haben ganz klar gesagt, wir wollen aber trotzdem, dass auch natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anreiz haben, selber auch über ihre Energiepreise mitentscheiden zu können, weil sie über den Verbrauch natürlich entscheiden. Und da kann ich einen Vermieter nicht einfach in die Mithaftung nehmen, der darauf überhaupt gar keinen Einfluss hat, wie der konkrete Verbrauch des einzelnen Mieters ist. Deshalb wollen wir lieber die Vermieterinnen und Vermieter unterstützen, durch zusätzliche Anreize, durch KfW-Unterstützung etc., ihre Immobilien energetisch zu sanieren, damit sie hier wegkommen von der fossilen Energie und gleichzeitig die Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten, indem wir Steuern und Abgaben senken. So einfach wollen wir es machen. Und wenn ich das richtig sehe, was die Abschaffung der Steuern und Abgaben angeht, dann waren wir nicht alleine als Union mit dieser Forderung. Die SPD hatte es im Wahlprogramm. Die FDP hatte es im Wahlprogramm, selbst die Grünen hatten eine solche Andeutung in ihrem Wahlprogramm. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Hopp, hopp, kann man dann nur sagen. Die Zeit drängt, die Tage werden nämlich kürzer und die Nächte kälter. Legen Sie rasch einen Gesetzentwurf vor, liebe Ampel. Sie können jetzt entscheiden, ob Sie am Großteil der Gesellschaft vorbeireiten oder Ihren Mantel teilen. Vielen Dank. Kai Wittacker war das, hat hier zur Eile aufgerufen. Einige Zuschauer werden sich noch daran erinnern, wie das vor 4 Jahren war. Da würde ich doch mal sagen, sind wir noch an einem ganz guten Zeitplan, was Koalitionsverhandlungen angeht. Christian Kühn spricht jetzt für die Grünen-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, erstmal ein Dank an die antragstellende Fraktion, dass wir heute über das Thema Energiepreise, sozialen Ausgleich hier beraten können. Klar ist, Wohnen ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Egal, ob sie im Eigentum wohnen oder in der Miete, die Energiekosten treffen sie alle gleichermaßen. Grundsätzlich ist an dieser Stelle anzumerken, die steigenden Energiepreise bei den fossilen Energieträgern, die Berg- und Talfahrten auf den internationalen Energiemärkten zeigen doch eines ganz deutlich. Wir müssen in Europa und in Deutschland unabhängiger werden von diesen Preisschwankungen. Und deswegen lassen Sie uns unabhängig werden von dem Import fossiler Energien in Deutschland und in Europa. Und diese Unabhängigkeit werden wir nur durch den Ausbau der erneuerbaren Energien hinbekommen, durch eine echte Renovierungswelle, durch mehr Investitionen in Energieeffizienz. Dann sind wir nicht mehr abhängig von den Diktatoren und Oligarchen auf dieser Welt, deren schwankenden Energiepreisen. Lassen Sie uns dieses Projekt zu einem der großen Projekte dieses Jahrzehnts machen. 3 Milliarden Euro wurden in der letzten Wahlperiode ausgegeben, um Gastherme in Gebäuden zu subventionieren. Ich finde, wir finden, dieses Geld muss in Zukunft in die Energieeffizienz, in den Ausbau der erneuerbaren Energien, in die Energiewende in unseren Städten und unseren Quartieren gesteckt werden. Das ist ein wichtiger Beitrag, auch um Energiearmut in Deutschland zu verhindern. Denn Energieeffizienz ist am Ende auch Politik für soziale Belange. Unser Ziel, und das eint uns mit den Antragstellerinnen, ja, unser Ziel eint uns darin, Menschen mit geringen Einkommen zu entlasten. Darüber haben wir in den letzten Tagen mit Kolleginnen, die auch hier im Deutschen Bundestag sitzen, gesprochen. Ich mit Kevin Kühner, Daniel Föst und anderen. Das eint uns. Ja, aber selbst im Sondierungspapier, ja, das ja auch schon allen bekannt ist, sind ja ganz klare Maßnahmen auch genannt. Absenkung EEG-Umlage. Mindestlohn 12 Euro. Das sind wirkliche soziale und energiepolitische Errungenschaften, die wir hier formuliert haben. Und da möchte ich Ihnen eins sagen, wir sind schon da, wo Sie uns haben wollen in manchen Punkten, weil wir das schon lange erkannt haben. Da brauchen wir keine Belehrung, Herr Wittacker.
Es braucht weiter gezielte Unterstützung, ganz klar, beim Wohngeld. Bernhard Daltrup hat es vorher angesprochen. Wir brauchen dabei nicht nur den Blick auf die Energiepreise, sondern auch auf den Klimaschutz und den Menschen. Und eins ist auch klar, das ist völlig logisch, der CO2-Preis und die Verteilung muss fair und neu in Deutschland geregelt werden. Und dass Sie als CDU-Fraktion, ja, hier eine große Rede halten, aber in der letzten Wahlperiode verhindert haben, dass es eine faire Ausgestaltung beim CO2-Preis zwischen Vermietern und Mieterinnen und Mietern gibt, zeigt doch eins ganz klar, dass Sie jetzt nicht verstanden haben, was eigentlich St. Martin sagen wollte, Herr Whittaker. Das haben Sie nicht verstanden. Und für diese Politik sind Sie auch abgestraft worden beim Wahltag, weil Sie die Menschen in Deutschland aus dem Blick verloren haben. Wir müssen das Vermieter-Mieter-Dilemma endgültig in Deutschland lösen. Wir brauchen endlich einen Aufbruch bei der Sanierungs- und Energiepolitik in den Gebäuden in Deutschland. Denn am Ende ist Energieeffizienz, ist Politik für erneuerbare Energien auch Politik für soziale Gerechtigkeit. Und deswegen lassen Sie uns das mutig voranbringen. Und zum Schluss will ich sagen, werte Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, ja, ich habe mich da schon gewundert, als ich jetzt Ihren Antrag gelesen habe. Ich habe mich da wirklich gewundert. Einmal über die Sprache, auch über den Titel. Ich weiß nicht, ob das in dieser Form, ich finde es fast flapsig, ja, ob das diesem Thema angemessen ist. Und wenn ich den Satz lese, unter Römisch 2, Frau Lötsch, den Sie da aufgeschrieben haben, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich einen Gesetzentwurf für einen Keiner-soll-frieren-Plan mit folgenden Eckpunkten vorzulegen. Ich frage mich, welche Bundesregierung meinen Sie? Welche Bundesregierung meinen Sie? Meinen, wollen Sie allen Ernstes, dass Peter Altmaier und Horst Seehofer noch mal ein Gesetz in den Deutschen Bundestag in dieser Wahlperiode einbringen? Ich sage Ihnen eins, wir wollen das nicht. Wir wollen das ganz sicher nicht. Ja? Wir wollen das ganz sicher nicht. Und ich sage Ihnen auch eins. Ich sage Ihnen auch eins. Sie können ja eine Zwischenfrage stellen. Ich sage Ihnen auch eins. Wir werden das besser machen. Dankeschön. Christian Kühn war das für die Grünen-Fraktion, ist hier am 11. November natürlich auch noch mal auf St. Martin eingegangen. Heute ist ja Martinstag. Und nächster Redner ist nun Daniel Föst, FDP. Auch aus der FDP-Fraktion gab es hier eben übrigens Applaus für Christian Kühn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Whittaker. Also wir Freie Demokraten waren jetzt 4 Jahre lang die konstruktive Opposition mit ihren Ausführungen, gerade als CDU, CSU, wir sollen doch mal die Steuern senken, nachdem sie 60 Jahre versprochen haben, aber nie getan haben, werden sie zur unfreiwillig komischen Opposition. Aber jetzt mal, die Debatte ist jetzt viel zu ernst, um da die Flapsigkeit der Union zum Thema zu machen, weil wir sind in einer problematischen Situation. Wir sind in einer problematischen Situation. Die Energiepreise steigen, die Menschen leiden immer noch von hohen Mieten, der Winter kommt und zu den hohen Mieten kommen jetzt hohe Heizkosten. Deswegen ist die Debatte ernst und das Thema auch wichtig. Ja, keiner soll frieren in Deutschland. Das stimmt. Aber die Situation hätte wirklich eine pragmatische Lösung verdient. Und die haben Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von den Linken, wieder nicht geliefert. Bei Ihnen steht immer die Ideologie vor allem. Deswegen habe ich, nachdem ich Ihren Antrag gelesen habe, kam ich zu dem Fazit, ja, Sie sind kleiner geworden, aber nicht klüger. Und nur, um das mal an wirklich einem ganz banalen Punkt an Ihrem Antrag klarzumachen. Sie fordern den Heizkostenzuschuss noch vor Weihnachten, so als Weihnachtsgeschenk praktisch, als Weihnachtsgeld. Es ist aber schlicht der falsche Zeitpunkt. Die Nebenkostenabrechnung kommt im Frühjahr 2022. Dann kommen die hohen Nachzahlungen, dann brauchen die Menschen das Geld und dann müssen wir hoffen, dass von Ihrem Weihnachtsgeschenk noch irgendwas da ist. Das Ziel der kommenden Regierung ist, glaube ich, relativ klar. Wir müssen die Energie im Gebäudebestand senken. Wir müssen die Erneuerbaren ausbauen, die energetische Sanierung beschleunigen und einen sozialen Ausgleich schaffen. Das eint uns.
Damit tun wir dann insgesamt sowohl dem Klima was Gutes als auch dem Geldbeutel der Mieterinnen und Mieter. Es ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wir müssen auch die Anreize setzen, dass sowohl Mieterinnen und Mieter als auch Vermieter CO2 reduzieren und damit dem Klima was Gutes tun und dann auch Geld sparen. Und deswegen ist es auch völlig falsch, was Sie da jetzt hier wieder so pauschal reinwerfen. Es soll ausschließlich und nur der Vermieter die CO2-Kosten tragen. Es ist wichtig, wenn wir dem Klima und dem Geldbeutel was Gutes tun müssen, dass wir sowohl die Vermieter als auch die Mieter im Rahmen ihres Einflusses auf den CO2-Bedarf im Gebäude an den Kosten beteiligen. Und da haben wir Freie Demokraten einen klugen Vorschlag in die Debatte eingebracht. Wir wollen eine Teilbarmiete. Die Vermieter stellen eine gewisse Wärme zur Verfügung, und alles, was die Mieter darüber hinaus brauchen an Wärme, müssen sie selber zahlen. Damit haben wir einen Anreiz, sowohl für die Vermieter und Mieter die Kosten zu senken, als auch für die Mieterinnen und Mieter sich entsprechend zu verhalten. Es macht doch wirklich überhaupt keinen Sinn, in einem energetischen Gebäude zu sitzen und dann zum Fenster rauszuheizen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten dafür sorgen, dass CO2 reduziert wird im Bestand, im Neubau, und zwar Vermieter genauso wie Mieter. Ich muss auch wenn es mir schwerfällt, aber einer muss es ja machen. Ein Wort zum Antrag der AfD. Ein Wort zum Antrag der AfD. So einen Antrag kann man nur schreiben, wenn man nach wie vor den Klimawandel total leugnet. Sie haben wieder mal gezeigt, wie sehr Sie in Ihrer eigenen Parallelwelt leben und wie völlig egal Ihnen unser Planet ist. Hauptsache, Sie kriegen Reichweite in sozialen Medien. Das ist erbärmlich, und das wird dem Problem nicht gerecht. Es ist der richtige Weg, dass CO2 einen Preis bekommt. Es ist der richtige Weg. Unserer Meinung nach durch einen sektorübergreifenden CO2-Zertifikatehandel, der Preis am Markt gebildet, mit einem harten Deckel, der das CO2 rausdrückt. So sparen wir Geld für die Mieterinnen und Mieter und für die Vermieter genauso und tun dem Klima was Gutes. Richtig ist, letzter Satz, die Probleme, die uns die Union hinterlassen hat im Bauministerium, muss die neue Regierung schnell angehen. Deswegen werden wir das Klima schützen, die energetische Sanierung voranbringen und soziale Härten abfedern. Da bin ich mir sehr sicher. Vielen Dank. Daniel Föst für die FDP hier zu den beiden Anträgen von Linksfraktion und von der AfD-Fraktion. Für die AfD-Fraktion wird jetzt Marc Bernhard sprechen. Er war in der vergangenen Legislaturperiode im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, also mit ähnlichen Themen und diesem befasst. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Angela Merkel hat in 16 Jahren dafür gesorgt, dass wir in Deutschland die höchsten Strompreise der Welt haben. Doppelt so hoch wie in unseren Nachbarländern. Und Sie von der vielleicht künftigen Bundesregierung wollen das jetzt sogar noch toppen und uns Bürgern mit noch höheren Energiepreisen abzocken. So kostet heute schon Heizöl mehr als das Doppelte wie im letzten Jahr. Und die Explosion der Gaspreise macht den Menschen im Land Angst. Eine vierköpfige Familie zahlt über 600 Euro im Monat für Strom, Benzin und Heizung. Also 1.800 Euro pro Jahr mehr als letztes Jahr. Und dafür verantwortlich sind Bundesregierungen, die in maßloser Selbstüberschätzung im nationalen Alleingang angeblich die Welt retten wollen. Sie sorgen dafür, dass in diesem Winter das Heizen für viele Menschen unbezahlbar wird. Bereits im letzten Winter mussten mehr als 7 Millionen Menschen frieren, weil sie ihre Wohnung nicht mehr ausreichend heizen konnten. Diese soziale Kälte der Regierung trifft besonders Bedürftige, Rentner, Geringverdiener und Alleinerziehende. Und SPD-Spitzengenossen wie Katharina Barley
fällt nichts Besseres ein, als die Menschen zu verhöhnen und ihnen zu raten, dass sie doch einfach weniger Strom verbrauchen und weniger heizen sollen, wenn sie sich die Energiepreise nicht mehr leisten können. Dabei sind die extrem hohen Energiepreise doch gerade das direkte Ergebnis Ihrer und Ihrer völlig verfehlten Klimapolitik, die jetzt von der Realität eingeholt wird und nichts anderes. Mit der Energiesteuer, Ökosteuer, EEG-Umlage, Gassteuer, Mineralölsteuer, Stromsteuer, CO2-Steuer und so weiter pressen Sie uns Bürgern immer neue und höhere Belastungen ab. Während Sie unsere Bürger immer weiter abzocken und in kalten Wohnungen sitzen lassen, senkt Italien die Energiepreise für seine Bürger. Und zwar mit deutschen Steuergeldern aus den EU-Corona-Hilfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist wirklich eine Schande, dass die Bundesregierung Hunderte von Milliarden ans Ausland verschenkt, während gleichzeitig Millionen von Menschen in unserem Land frieren müssen. Und damit muss endlich Schluss sein. Und deshalb fordern wir in unserem Antrag auch die sofortige Streichung der EEG-Umlage, die Abschaffung der CO2-Steuer und die sofortige Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Strom- und Heizkosten. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihre Redezeit ist vorbei, Herr Bernhard. Ich erteile das Wort zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag, Kevin Kühnert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist immer ganz lustig, wenn die AfD anfängt, über soziale Gerechtigkeit zu sprechen und dann mal zwei, drei Sachen raushaut. Und dann könnte man für einen kurzen Moment fast vergessen, dass Sie im Wahlkampf wieder ein sehr unklares Verhältnis zum Thema Mindestlohn und seiner Erhöhung beispielsweise hatten oder dass Ihr noch Parteivorsitzender Herr Meuthen sich ja bei der Rente, Sie sprachen eben von Rentnerinnen und Rentnern, komplett hinentwickeln möchte zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Der möchte die gesetzliche Rente in Deutschland pulverisieren. Dann reden wir nicht mehr über das Problem mit dem Heizen, sondern darüber, dass da gar kein Geld mehr außer Sozialleistungen übrig bleibt. Das ist das, was Ihre Partei sich unter sozialer Gerechtigkeit vorstellt, dass Sie sich nicht schämen, sich hier vorne hinzustellen und sich da als Schutzpatron aufzuspielen. Nun ja. Meine Damen und Herren, Herr Wittecker von der CDU-CSU-Fraktion hat zu Recht, wie ich finde, auf den UN-Sozialpakt hingewiesen, auf Artikel 11, auf das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, was eben auch die Frage der Wohnung, ihre Qualität und Infrastruktur mit beinhaltet. Ich finde nur, Sie haben ein bisschen die falschen Schlüsse daraus gezogen. Wenn ich überlege, was wir in den nächsten Jahren hier tun können und ohne zu viel zu verraten, aber mal ein bisschen kann man das ja hier raushören, in welche Richtung die Reise gehen könnte, auch aus den Redebeiträgen der Kollegen, dann haben wir uns natürlich den Ausbau der Erneuerbaren ganz vorneweg vorzunehmen. Alle Argumente dazu sind mehrfach gebracht. Wir haben klug zu sanieren und unsere Mittel intelligent dabei einzusetzen, damit der eingesetzte Euro auch den bestmöglichen Beitrag für unsere Klimabilanz als Gesellschaft, aber auch für die Haushalte am Ende beiträgt. Wir haben die Dekarbonisierung bei der Energie- und Wärmeversorgung voranzutreiben. Und wir haben auch Instrumente, mit denen wir auf dem Weg dahin, weil das nicht alles sofort vom Himmel fällt, überbrücken können. Wir können beim Heizkostenzuschuss arbeiten. Wir können das Wohngeld und müssen es weiter verbessern. Wir haben gesehen am Anfang der Corona-Zeit beispielsweise auch, wie das Leistungsverweigerungsrecht rund um das Thema Stromsperren und Gassperren helfen konnte, Härtephasen zu überwinden. Wir haben im abgerechneten Kalenderjahr 2020 deutlich weniger davon gehabt und haben gesehen, was passieren kann. Aber auf diesem Weg dahin und vielleicht auch zu so etwas wie einem Time-Warm-Mieten-Modell, wo drin dann auch eine Mutumlage und Ähnliches aufgehen könnte, auf dem Weg dahin haben wir zu sagen, wie das gerade mit dem CO2-Preis beim Wohnen auszusehen hat. Und da muss ich dann schon sagen, Ihre Aussage, Herr Wittecker, Anreize wegzubekommen von der fossilen, also Anreize wegzukommen von der fossilen Energie, das sei das Ziel des CO2-Preises gewesen. Das höre ich ganz gerne, aber dem folgt ja die einseitige Verortung des CO2-Preises bei den Mieterinnen und Mietern gerade nicht. Und ich glaube, Ihr Fraktionskollege Thorsten Frey war damals, als er begründete, weshalb Sie sich geweigert haben, das, was Ihre eigenen Leute in der Regierung ausverhandelt hatten, 50-50, nicht super, aber besser als das, was wir jetzt haben. Als Sie das mit Ihrer Fraktion verweigert haben, da war Herr Frey ehrlicher. Der sagte nämlich, 50-50 sei kontraproduktiv, der CO2-Preis verfolge das Ziel der Verhaltenslenkung am Ende. Aber das konsequent zu Ende gedacht,
bedeutet, dass wir über Kaltduschen und Heizung ausmachen, über Mütze häkeln und Pullis kaufen, dass wir darüber die Energiewende und den Klimaschutz in Deutschland schaffen wollen. Das kann nicht ernsthaft Ihre Ansage sein. Dass diese Ausgestaltung des CO2-Preises geht auf Ihre Rechnung, auf Ihre Fraktion. Das ist der Nebenkostenabrechnung gewordene Arbeitsnachweis von CDU und CSU gegenüber den Mieterinnen und Mietern in Deutschland. Und wir werden uns das nicht nur vornehmen, sondern das auch erledigen, das in dieser Wahlperiode anders und gerechter zu gestalten, ohne dass dabei soziale Härten durchschlagen und so, dass der Klimaschutz eben auch nicht unter die Räder kommt. Das ist das, was wir uns hoffentlich gemeinsam als Ampelparteien vornehmen. Ich gucke zu den Kollegen Föst und Kühn und bin optimistisch, dass wir das auch hinbekommen werden. Und wenn Sie mir zum Abschluss dieser Rede gestatten, noch einen Hinweis zu geben, vielleicht etwas Versöhnendes und etwas, was sofort auch alle umsetzen können. Wenn wir über warme Wohnungen und einen Keiner-soll-frieren-Plan sprechen, dann haben wir nicht nur an diejenigen zu denken, die in diesen Tagen in ihren Wohnungen sitzen und sich um das Heizen Gedanken machen, sondern auch haben wir über diejenigen zu reden, die gar keine Wohnung haben. Und vielleicht als erste, aber sicherlich nicht abschließende Sofortmaßnahme wäre es vielleicht angebracht, dass alle hier im Saal, aber auch zu Hause, sich für die anstehende Wintersaison sich die Nummer der nächsten Kältehilfe raussuchen, um dort, wo Menschen leider noch und hoffentlich nicht mehr lange in Obdachlosigkeit sind, dass denen geholfen werden kann. Hier in Berlin, liebe Kolleginnen und Kollegen, an unserem Arbeitsort kann man das auch einfach über die App der Berliner Kältehilfe machen. Und ich lade Sie alle herzlich dazu ein, dieses Angebot jetzt auch zu nutzen. Vielen Dank. Kevin Kühnert war das. Für die SPD in seiner ersten Rede hier im Deutschen Bundestag. Und wir kommen zur letzten Rede in dieser Debatte. Die wird Peter Aumer heißen, CDU-CSU-Fraktion und in der vergangenen Legislaturperiode Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, es ist schon sehr spannend, wie diese Ampelkoalition zueinander findet. Ein klein bisschen kann man Geschichtsvergessenheit beobachten. Bei der FDP, ach, ihr wart ja 16 Jahre, liebe Union, in der Regierung. Wenn man dann schaut, ein paar Jahre war die FDP auch mit dabei, Impulse in dem Bereich. Ist schon ein bisschen her, aber Impulse kamen in dem Bereich auch nicht. Und die SPD sollte vielleicht auch nicht ganz vergessen, dass ein gehöriger Teil dieser 16 Jahre in Verantwortlichkeit auch der SPD fällt. Und ich glaube, dass das zur Ehrlichkeit und zur Fairness von Politik auch mit dazugehört. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich ein klein bisschen auf die Vorredner auch eingehen. Wenn der Herr Kühn sagt, wir werden das besser machen. Lieber Herr Kühn, ja, ich habe aber keine Antworten gefunden. Und dann, wenn Sie sagen, Herr Föst, das eint uns. Ich habe keinen einzigen gemeinsamen Vorschlag dieser Ampel gefunden. Und wenn man in Ihr Sondierungspapier schaut, da steht nämlich auch sehr wenig in diesem Bereich drin. Ich habe es mir ganz genau durchgelesen. Es steht nicht sehr viel zu den Bereichen auch mit drin. Und ich glaube, da bin ich mal gespannt, welche Antworten Sie geben bei dieser wichtigen Herausforderung für die Menschen in unserem Land. Und es wird sich vor allem zeigen, Herr Kühn, ob die Ideologie oder die Menschen im Vordergrund der Politik der Ampelkoalition stehen werden. Ganz kurz. Hohe Energiepreise belasten zum einen die Menschen, da haben wir gerade drüber besprochen, die Bürgerinnen und Bürger. Unser bayerischer Ministerpräsident hat einige Vorschläge gemacht, der Kai Wittiger hat sie aufgegriffen, wie man vor allem schnell helfen kann. Und das ist vor dem Winter ganz wichtig, Herr Föst. Ich habe in Ihrer Rede gehört, die Nebenkostenabrechnung kommt erst mal im Februar. Es gibt auch Menschen, die selber eine Wohnung haben und vielleicht auch nicht so viel Geld, dass man es bezahlen kann. Irgendwie komisch, was die FDP mittlerweile in ihren Reden da von sich gibt. Deswegen schnell geht's, wenn man die Mehrwertsteuer senkt, schnell geht's, wenn man die EEG-Umlage abschafft und schnell geht's, wenn man die Stromsteuer auf ein europäisches Mindestmaß senkt. Und ich glaube, hier sind die Vorschläge der Union relativ gut und ich bin gespannt. Ja, die Nummer, Herr Kühn, mit den 16 Jahren können Sie sparen. Machen Sie Vorschläge, dann können wir uns darüber unterhalten. Heute habe ich keinen einzigen konkreten Vorschlag von den Grünen gehört. Ich bin gespannt, wenn wir dann ganz konkret vor Weihnachten über dieses Thema noch mal reden. Und dann, bitte? Welche denn? Also keine konkreten. Keine konkreten, die gemeinsam alle drei mittragen können. Das hätte ich heute erwartet, weil eine Lösung, und da haben die Linken ausnahmsweise recht, vor Weihnachten sicherlich nicht schlecht wäre. Und was das andere Problem ist, das ist gar nicht angesprochen worden, dass diese hohen Energiepreise, liebe Kollegen der FDP, natürlich auch die Unternehmen belasten, auch die Kommunen belasten. Mir ist berichtet worden aus einer Kommune meines Wahlkreises,
dass in der letzten Woche der Gasliefervertrag gekündigt worden ist. Neues Angebot 500% teurer. Ich freue mich auf die Antworten, die die Ampel bringt, dass wir solche Effekte eindämmen können. Das hat nichts mit dem Markus Söder zu tun. Geben Sie mal Antworten in dem Bereich und dann können wir darüber reden. Wettbewerbsfähigkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt. Kurz zu den Anträgen. Es ist vorher angesprochen bei der AfD. Antwort war, CO2 alles abschaffen ist kein Problem in diesem Land. CO2-Bepreisung, lesen Sie es doch. Die CO2-Bepreisung, haben Sie gesagt, alles abschaffen. Und das heißt am Ende, dass der Klimawandel kein Problem ist. Dann Regelbedarfe erhöhen. Sie wissen wahrscheinlich nicht mal, dass wir neben den Regelbedarfen auch das Thema Kosten der Unterkunft haben, wo wir unter anderem auch die Kosten der Heizung mit berücksichtigt haben. Findet man in Ihrem Antrag nicht. Und bei der Linken immer wieder dieselben Antworten. Vermögensteuer einführen als Antwort bei diesem Thema oder die CO2-Preise zu 100% auf die Vermieter. Zu 100% auf die Vermieter umwälzen, das ist auch nicht die richtige Antwort. Und lieber Herr Kühnert, ich denke, wir haben auch ein Problem in unserem Land, dass wir auch Wohnungen schaffen müssen. Und ich bin gespannt, welche Antwort da kommt, weil da braucht es nämlich auch Vermieter, die die Möglichkeit haben, Wohnungen zu schaffen. Und das muss sich in irgendeiner Art und Weise, Herr Föst, auch rechnen. Und da haben wir gemeinsam viele Hausaufgaben zu machen. Und Sie zuallererst herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zum Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 25 mit dem Titel Warme Wohnung statt sozialer Kälte. Die Fraktion Die Linke wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung an den Hauptausschuss. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für den Antrag, für die beantragte Überweisung? Das sind die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen Die Linke und die CDU-CSU-Fraktion. Enthaltungen? Sehe ich nicht. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 25 nicht in der Sache ab. Beim Zusatzpunkt 1 interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 36 an den Hauptausschuss vorgeschlagen. Ich gehe davon aus, dass es keine weiteren Überweisungsvorschläge gibt. Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.